Wow. Immerhin. Wow. Bringt uns in der Story voll weiter. Ups. So. So. Hat's voll gebracht. Bei Fuß. Wie spät haben wir es denn? Keine Ahnung, ich kann die Uhr nicht lesen. 15. Tschüss. Schreie! Oh! Was? Bin fast den Berg wieder runtergekullert! Idiot. Hier solltest du nur nicht runterfallen. Nee, das kommt nicht so gut. Wir haben es ja gleich geschafft. Boah, was ist das denn für eine Aussicht, ey? Wieso? Da ist doch gar keine Aussicht. Doch, da war ein Zaun, wo du runtergucken konntest. Ja, hier hast du eine Aussicht, wenn denn. Wenn ich tanze, springe, fliege ich hundertprozentig runter. Das wäre typisch du. Hier werden wir die Mutter zum ersten Mal begegnen. Kahn? Was zum Henker haben die mit dir gemacht? Sie haben mir meine Fehler aufgezeigt und mir die Augen für die Wahrheit geöffnet, für das Licht. Heilige Scheiße. Das nenne ich mal Gehirnwäsche. Von der Sonne gesegnet. Sie, die Zombies tun nichts. Kann ich wegen dem Duftwasser mit, was sie mit sich führen. Vom Wind umfangen, wir vertrauen dir. Mutter, strahlen vor Gnade, komm zu uns. Da kommt die. Danke dir für alles, was du erduldet hast. Was ist das? Was geschieht mit mir? Das kann nicht real sein. Dein Schicksal und das meine sind miteinander verbunden. Das kann nicht real sein. Glaube an mich, Karl, so wie ich an dich glaube. Wer bist du? Ich bin doch kranke Sekte. Wie lange waren wir außer Gefecht, ey? Oh. Wie
Wir sind noch außer Gefecht. Ist sie sicher? Doch voll noch im Trance. Aber was müssen wir machen? Also wie gesagt, ich weiß, wer die Mutter ist. Okay. Du hast es. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind, Kyle. What? Ich kann mir vorstellen, dass du noch etwas verwirrt bist. Keine Sorge, so ist es immer beim ersten Mal. Die Trance hält ein paar Stunden an. Trance? Dann hat mich der Beißer gar nicht angegriffen? Das habe ich nur geträumt? Er war echt. Aber lass es nicht noch einmal darauf ankommen. Du bist nicht mehr von Mutters Aura geschützt. Deine Seele und dein Blut wurden allerdings geläutert. Du wirst so lange resistent gegen das Virus sein, wie du auf dem richtigen Pfad bleibst. Glaube an die Mutter. Setze fort, was du begonnen hast. Dann werden deine Fragen beantwortet. Wir werden dich kontaktieren. Gutes Lena? Zeichen. Lena, komm schon, sag was. Kyle? Lena, Gott sei Dank. Hör zu. Ich weiß nicht, wie lange es vorhält, aber ich bin immun. Ich habe sie gesehen. Die Mutter. Sie hat mit mir gesprochen. Ich war in einer Art Trance. Und die Zombies haben mich überhaupt nicht beachtet. Lena? Hallo? Scheiße. Und was wolltest du gerade sagen? Ich wollte nur sagen, dass es kein gutes Zeichen ist, dass wir der Sekte helfen. Aber wir helfen ja nicht wirklich der Sekte, sondern wir versuchen herauszufinden, was es mit denen auf sich hat. Ja, ja. Das oder so. Weil die sind ganz komisch. Vor allem, dass die Zombies sie nicht angreifen. So. Ich hänge irgendwie mit einem Rad fest. Was ist denn Schrauben hier? Was? Ist er hier abstauben? Ich fahre gar nicht, ich roll einfach gerade nur. Super! Hier gibt es so viele Autos. Alma! Halleluja! Alma? Sagt der Halva, nicht Alma! Almede! Ich würde mich wundern, wenn hier auf einmal Alma rumrennt. Gut, das würde zwar echt einiges erklären, aber nein. Machst du? Such dich. Crane, wir haben hier etwas, das für dich nützlich sein könnte. Komm bitte zu meiner Farm. So, nächster Auftrag automatisch. Und los geht's. Wer als letztes da ist, muss in die Hand scheißen.
Noch einer ist tot. Oh, hier ist ein Runner. Ja, ich hab's runterkommen sehen. Wir sollten nach Überlebenden sehen. Es könnte jemand von außerhalb der Quarantäne sein. Ich glaube, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Kannst du eben zu mir kommen? Ich bin schon unterwegs. Danke! Was soll das denn für eine Aktion? Wie geil! Darauf habe ich auch gehofft, ganz ehrlich. Ja! Allein darauf habe ich auch gehofft. Ja? Okay, bin doch noch wieder. Au! Dann müssen wir wieder auf die andere Seite, ne? Ich will dich irgendwie wiederholen. Ich wiederhole dich! Oh, ich kann sie kontrollieren! Alter! Wo will ich hin? Falsche Richtung! Du Fotze! Ups, falsche Taste. Da lang. Oh, Wasser. Wasser kommt nicht gut. Wasser kommt nicht gut. Oh, das ist eine Wand. Wand kommt auch nicht gut. Den habe ich großen Bogen im Wasser gemacht. Boing. Boah, die Runner gehen mir so auf den Eier. Für eine rote Markierung. Willst du da auch was machen? Ja, das sind diese anderen Dinge. Aber die interessieren uns gerade nicht, weil wir die Story gerade machen. Okay. Also ist es eher Nebenquest. So, kann man sagen. Oh ja, Zombies töten für Level Up. Ja, Level up. Wenn wir zurück sind, muss ich mein Auto mal reparieren. Okay. Ich werde meinen Wagen hier nochmal maximieren. Das sieht sehr gut jetzt gerade aus. Fahrerstufe maximieren. Dann. Fähigkeit erhalten. Neue Fahrerstufe erhalten. Moin. Oh, ich sehe gerade was sehr Schönes. Willst du wissen was? Ich hab kein Problem! Joa, bin auf dem Weg. Wo bist du denn? Wo ist denn dein Problem? Ich hatte gerade ein paar Viecher an der Backe. Hörst du wohl? Was denn? Du mich auch. So, reparieren. Nee. Ich habe gesehen, jetzt wo ich die Fahrerstufe auf das maximale Level habe, ne? Ja. Wird bei mir die Legendenstufe nämlich jetzt erhöht, wenn ich die mit dem Auto platt fahre. Das heißt, ich könnte die Dame den jetzt sehr krass leveln. Ja, möchte ich. Kann ich irgendwas auf die... Wie kann ich irgendwas erweitern? Dazu brauchst du Bauteile. Und du musst deine Fahrerstufe dafür erhöhen. Hast du gehört? Ja.
Ja, je höher deine Fahrerstufe hast, kannst du auch umso bessere Bauteile einsetzen. Ne? Mhm. So. Ich warte jetzt nur wieder auf dich. Entschuldigung. Wie immer. Ich musste mein Auto mal heile machen. Joa, ist ja normal. Achso, ich muss hier ins Gebäude. Der Gesichtsausdruck. Das war aber eine kryptische Nachricht, Yasir. Ich wollte über Funk nicht ins Detail gehen. Einer der Männer aus der Stadt ist aufgrund des vergifteten Wassers gestorben. Das tut mir leid. Ja, wie uns allen. Er war beim Militär und bat uns, seine Habseligkeiten zu verschenken. Jetzt haben wir noch diese Karte. Ich habe keine Ahnung, wofür sie gut ist. Das ist eine militärische Schlüsselkarte. Wenn sie dafür freigeschaltet ist, öffnet sie elektronische Schlösser. Dann hier, bitte nimm sie. Vielleicht kannst du sie gebrauchen. Außerdem wüssten wir gar nicht, wonach wir suchen sollen. Danke, Yasir. Ach, die Dinger. Ups. Hab ich die jetzt genommen? Wir alle haben es gesehen. Ja. Die Mutter hat dich in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Deshalb sollten wir dich auch in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Wir heißen dich also bei den Kindern der Sonne willkommen. Danke, Yasir. Jetzt kriegst du die Meldung gerade. Okay, für solche komischen Kisten. Ja, das, die kann man unterwegs auch finden. Okay. Ja. Mal eine Runde pennen? Oder willst du nachts haben? Nein! Aber hier ist noch was. Können wir das kurz einsammeln? Was da, da? Du bist so ein Kackvogel. Ja, siehe, was hat's mit dieser Waffensammlung auf sich? Ah, darum wollte ich mich schon eine ganze Weile kümmern. Da war dieser Mann namens Adam, der in der Stadt lebte. Er war ein wenig exzentrisch, aber alle mochten ihn, besonders wenn er betrunken war. Er war berühmt für seine riesige Waffensammlung. Und er konnte mit seinen wertvollen Revolvern auch verdammt gut schießen. Aber dann, als er älter wurde, bildete er sich ein, jemand wolle sie ihm stehlen. Gerüchten zufolge war sein Haus komplett leer, als er starb. Weit und breit keine einzige Waffe. Okay, aber wie passt dieser Säbel dazu? Ah, Adam war gewieft. Vor Jahren bekam er den Säbel meines Großvaters in die Finger. Egal, was ich sagte oder tat, er wollte ihn nicht zurückgeben. Falls er seine Waffen versteckt hat, hoffe ich, dass der Säbel darunter ist. Okay. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Hoffentlich hat er meine Quest nicht um... Er hat meine Quest umgeschmissen. In der ganzen Zeit zeige ich immer irgendwelche Sachen in die Kamera.